Willkommen zurück hier in, ja, Wassertunnel, in den wir reingefallen oder reingesprungen sind. Ja, von da oben sind wir gekommen und wir waren zuletzt in der Zisterne. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg direkt zu Tiokans Grab. Und ja, ich tauche jetzt einfach mal ab. Nochmal tief Luft geholt und dann schaue ich mal, wohin uns hier dieser Weg führt. Scheint erstmal ein sehr langer Tunnel zu sein. Ist ja jetzt hier kein Gang oder so. Ah ja, da kann ich nach oben. Aber leider nichts zum Luft holen. Das ist ein Hebel, den kann man aber unter Wasser nicht benutzen. Ah, okay, und da ist die Tür, die wir sicherlich aufmachen müssen. Das heißt, ich muss. Von da sind wir gekommen. Geht es hier irgendwie noch weiter? Ja, hier geht es weiter. Okay. Na? Ah ja, und hier ist ein Unterwasserhebel. Den können wir natürlich benutzen. Mit dem schönen quietschenden Geräusch hier haben wir den gezogen. Und. Ah, okay, jetzt ist der Wasserstand gesunken. Ist also noch gar nicht die Tür aufgegangen. Aber die können wir jetzt sicherlich mit dem Hebel hier öffnen. Ich ziehe mir gleich die Waffen, dann kommen bestimmt ein paar Ratten oder ein Krokodil oder irgendwas. War hier hinten noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Okay, voll das Gesicht aufgeschlagen. Aber zum Glück ist Lava gut hart im Nehmen. Okay, nee, hier ist wirklich gar nichts weiter. Dann geht's hier jetzt weiter. Und hier ist immer noch so alles. Da höre ich doch, würde gerade sagen, Krokodil. Mir ist übrigens aufgefallen, ich kann beim Springen gar keine Rolle machen. Das kann sie dann wohl auch erst bei Teil 2. Das versuche ich nämlich manchmal beim Schießen, dass ich mich beim Springen umdrehe. Aber das macht sie auch noch nicht hier in Teil 1. Okay, also wir haben hier einen komischen Block. Kann ich den irgendwie bewegen? Nee, der steht jetzt zwar so auffällig, aber damit kann ich nichts machen. Und hier sieht man wieder schön an dem Algenbewuchs, bis wohin der Wasserspiegel vorhin sicherlich ging. Jetzt ist ja natürlich die Überlegung, ob wir dann jetzt das Wasser wieder hier hoch, also den Wasserstand wieder ändern müssen mit dem Unterwasserhebel. Ich gucke erstmal, ob wir von hier irgendwo hinkommen. Da ist eine Treppe. Und ansonsten, na okay, ich komme jetzt erstmal so voran. Hier kann ich mich auch raufziehen. So, hier haben wir wieder noch so ein bisschen die Farben und Steine wie in der Zisterne. Und sind jetzt aber wieder noch ein bisschen tiefer. Okay, da geht's rüber. Da sieht es wieder so komisch aus in der Wand. Okay, jetzt hatte ich kurz befürchtet, sie springt daneben, aber hat alles geklappt. So, dann geht's davor. Ups. Jetzt musste ich. Ach, ich wollte gerade sagen, ich dachte zuerst, kommt von hinten, er kommt ja tatsächlich von beiden Seiten. Also kommen Pfeiler. Vielleicht springe ich dann erstmal an die Plattform daran. Ich hoffe, dass das klappt. Ja, gerade so. Ah ja, das ist das, was ich gesehen habe. Da kommt ein Pfeil rausgeschossen. Und da auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte hier eigentlich das Wasser wieder. Ah, okay, hier ist erstmal ein Hebel. Na gut, vielleicht soll es auch so funktionieren. Okay, jetzt haben wir tatsächlich bestimmt wieder das Wasser ein. Ja, okay, gut. Sonst hätte ich nämlich gedacht, müssen wir wieder zu dem Unterwasserhebel. Aber dann war ja mein Gedanke mit Wasser hier einfüllen gar nicht so schlecht. Okay, jetzt muss ich halt mal gucken, was genau uns das bringt. Ich glaube, unter uns war
Ein anderer Durchgang. Ich springe jetzt hier einfach mal so runter. Na. Ah, okay, jetzt ist dieser. Ah. Dieser Block scheint zu schwimmen. Und jetzt kann ich da weiter. Aber. Moment, von da hinten sind wir gekommen. Jetzt ist hier der frei geworden, ne? Genau. Na, immerhin noch ein kleines Medipack. Aber mehr ist hier nicht zu tun. Okay. Sehr schön. Dann können wir jetzt auf diesen schwimmenden Block und kommen dadurch dann in diesen Ausgang. Oder Eingang, je nachdem, wie man es sieht. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Hintergrundgeräusche. Und das nächste Wasserbecken wartet auf uns. Okay, naja. Mehr war hier nicht. Vielleicht ein Hebel oder so? Nö. Dann immer rein. Okay, geht's hier noch weiter nach unten? Ja, hier geht's nach unten. Ach gut, dass ich das gemacht habe. Hier ist nämlich ein Hebel. So, wo? Ich wollte sagen, wo führt er uns hin? Er führt uns hier nirgendwo hin, aber was hat er gemacht? Oh, okay, jetzt ist hier eine ganz krasse Strömung. Ich schwimme hier quasi mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn... Ja, hier in diesem Raum gespült. Da höre ich schon wieder irgendwas. Ja, eine blöde Ratte. Okay, zum Glück reichen einmal drei Schuss. Wo sind wir denn hier jetzt? Okay, hier ist auf jeden Fall ein Quader, den wir hier schieben oder ziehen können. Und damit kommen wir nach oben. Hier scheint auch das Wasser sonst ein bisschen höher zu stehen. Ich weiß nicht, ob wir das auch nochmal verändern müssen irgendwie. Ich ziehe den jetzt erstmal. So, und dann springe ich mal rauf. Da kann ich nach oben. Und da auch. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal hier hoch. Sieht nämlich sehr schön aus hier, ne? Diese Steine, also sieht wirklich aus wie so alte Wände, die schon irgendwie so ein bisschen abgetragen und abgenutzt sind. Okay, da ist eine Plattform. Also es geht nach oben auf jeden Fall weiter. Und da drüben aber auch. Ich würde jetzt erstmal rüberspringen. Ah, okay, hier geht es gar nicht weiter. Man muss ja auch mal gucken, ne, ob man hier nicht irgendwie auf irgendwelche Viecher trifft. Was gibt's hier? Nichts. Hier ist doch eine Nische. Ja, und dann kann ich hier rauf. Und jetzt ist es schon wieder vorbei mit den Hintergrundgeräuschen. Kann ich hier auch hoch? Ja. Sehr schön. Okay, sind zwei Durchgänge. Wenn ich so nah an der Wand stehe oder so und dann diese Kamera zum Umschauen benutze, dann... Ah, da ist ein Speicherstein. Da hinten ist Munition. Und irgendwie so ein Beil. Seht ihr das? Okay, und von hier, gehen wir ein bisschen zurück, kann ich zumindest darüber springen. Ich glaube, das würde ich jetzt einmal machen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich zu dem anderen Eingang komme dann. Den werden wir sicherlich auch noch brauchen. Hier eine Treppe. Das klingt doch nach Krokodil. Oh! Kommt er jetzt hierher? Oder haben wir ihn verscheucht? Nee, er kommt tatsächlich hierher. Und ich muss ein Medipack nehmen. 20 große, 18 kleine. Ich nehme erstmal ein kleines. Okay, vielleicht haben wir ihn ja jetzt schon verscheucht. Ja. Ich höre trotzdem noch ein Krokodil. Und da sehe ich Stacheln von der Tür.
Okay, ich muss jetzt hier heil durchkommen. Ich habe nämlich noch nicht gespeichert. Kann ich noch einen nach vorne? Vielleicht gehe ich mit einer Rolle durch am besten. Okay. Das hat geklappt. Und jetzt höre ich immer noch dieses Krokodil. Hier muss ich nach unten. Da. Rede ich. Das war's mit dem Krokodil. Sehr schön. Hier haben wir Munition. Oh, ganz viel Munition. Vielleicht ist das so ein Hinweis, dass ich auch mal die Schrotflinte benutzen sollte. Aber bisher komme ich ja wirklich ganz gut mit den Magnums zurecht. Für die wir hier jetzt auch noch mal Munition haben. Na, nun nimm sie dir. Okay. Hier sieht's, glitscht das irgendwie so ein bisschen. Aha. Eine Tür, seht ihr das? Hier sieht man so ein bisschen die Kanten und sie läuft hier auch weiter. Okay, dann gucke ich mal, wie ich die aufbekomme. Das könnte hier so eine Druckplatte sein. Nee. Hätte ich jetzt gedacht. Hier vielleicht? Sehe ich nichts von. Nee. Aber die beiden Platten hier sehen ja schon ein bisschen anders aus, ne? Ein Hebel sehe ich hier jetzt nämlich nicht. Da hinten ist noch einer. Ah. Ich dachte gerade schon, wir laufen jetzt hier ins schwarze Nichts. Okay, ein Geheimnissound. Und das sieht nach Sprung-Action aus. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das hin jetzt hier, ohne zu sterben. Ich schätze mal, ich muss hier anfangen. Ich mache hier. Nee. Ich würde sagen, ich springe hier vorwärts rauf, aber das ist blöd, glaube ich. Nee, das hat funktioniert. Perfekt. War wahrscheinlich nicht die eleganteste Variante, aber was soll's. Großes Medipack und Munition. Jetzt können wir mal gucken. Mal eine kleine Bestandsaufnahme. 52 immerhin. Die sind ja sowieso unendlich. 900. Okay, also die können wir wirklich mal bald nehmen. Und die, ja, Uzis fehlen uns noch. Wir haben aber schon 8 Uzi-Clips. 17 kleine und 21 große. Also da haben wir echt schon gut gehortet. Ja, das ist nicht zu hoch. Das geht. Das ist sehr schön. Okay, das heißt, gut, wir haben jetzt Geheimnis, aber hier geht es dann ja nicht regulär weiter, ne? Nee. Ein anderer Ausgang ist hier nicht. Okay. Sehr schön, schon mal ein Geheimnis gefunden. Und jetzt muss ich diese blöde Tür jetzt hier wieder durch. Achso, erstmal hier hochklettern. Ja. Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis wir tatsächlich in dem Grab von Tihokan landen. Wo ist denn jetzt die Tür? Nicht, dass ich da reinlaufe, da oben. Aber die geht, glaube ich, nach. Ja, genau, in die Richtung. Hier kann ich also noch so hoch. Oh, es ist so rum ja noch fieser. Und ein bisschen nach links. Hoffentlich kriege ich das jetzt hin. Okay, super. Dachte schon, das wird hier jetzt mein erster Tod in diesem Level. Okay. So, hier kann ich runter, dann kann ich darüber springen und auf jeden Fall erstmal speichern. Das ist wahrscheinlich nicht schlechter vor dem Beil. Ja, ich nehme mal hier einen langen Sprung mit Anlauf, weil ob ich die kleine Plattform da jetzt treffe. Hoffentlich klappt das jetzt. Weil da, oh ja, oh Gott sei Dank. Knapp, aber es hat geklappt.
So, kann ich denn jetzt hier mit Anlauf rüberspringen? Nee, aber von hier vielleicht. Das sollte doch klappen. Genau. Schade, dass der Kristall hier manchmal nur so halb zu sehen ist. So ein bisschen, weil man reflektiert immer so das Level. Das sieht total cool aus. Auch ein bisschen von Lara sieht man da. Also die sehen eigentlich echt schön aus, die Kristalle. So, dann bitte einmal speichern. Genau. Und dann gucke ich mal, wie ich jetzt. Also ich muss geradeaus weiter. Ja, genau. Und da ist aber noch Munition. Und jetzt überlege ich aber, ob ich die einfach liegen lasse. Ich glaube, das Risiko ist mir nicht wert. Wir haben so viel Munition. Kann ich überhaupt bis zum Rand? Oder werde ich da schon. Gut, wir haben gerade gespeichert. Ich kann es ja mal probieren. Oder soll ich probieren, die zu bekommen? Ich kann mich ja leider noch nicht um die Ecke hangeln. Ach nee, komm, ich lass liegen, ist egal. Kann ich jetzt hier an den Rand? Nee, da wird sie schon getroffen, alles klar. Gut, jetzt habe ich aber die optimale Länge zum Abspringen. Ja, egal jetzt mit der Munition. Ist mir jetzt zu gefährlich. So. Wie geht's denn hier jetzt weiter? Ach so, das ist doch hier. In dem Raum da unten waren wir doch gerade mit der Geheimtür. Und da habe ich ja auch hochgeguckt und da habe ich ja gesehen, dass es hier so weit nach oben ging. Hier ist ein Hangelspalt. Dann hangeln wir uns mal hier lang. Also es gibt noch so ein, ja, kleines Detail, an das ich mich erinnere von dem Grab von Tihokan, aber auch nichts Genaues mehr. Von dem Weg dahin jetzt hier schon gar nicht. Ja, bin gespannt, was uns hier jetzt noch erwartet. Sieht ja hier, wie gesagt, alles noch so ein bisschen nach Zisterne aus. Da ist gerade irgendwas aufgegangen. Hä? Man hat doch gerade eine Tür gehört. Okay, ich ziehe jetzt einfach mal den Hebel. Oder steigt dadurch wieder Wasser? Man weiß es nicht, denn man hört nichts. Aber ja, der andere Raum sah ja auch so grün aus, dass da Wasser steigen könnte. Genau, und wir haben wieder Wasser. Dann kann ich mich ja jetzt einfach hier runterfallen lassen, oder? Probier es mal aus. Ah, sie hätte fast geschrien. Achso, die Geheimtür ist einfach wieder zugegangen. Ich hole nochmal Luft und orientiere mich, aber ja, das ist der einzige Ausgang. Ist jetzt hier unten. Hey, muss ich jetzt hier schon wieder durch diese komische Tür? Vielleicht hätte ich mich doch nicht fallen lassen sollen. Oh Mann. Aber so komme ich zumindest auch zu dem Raum zurück. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist er jetzt ausgestellt. Genau den richtigen Moment abpassen. Eigentlich gar nicht so schwer, aber ja, manchmal hat man ein schlechtes Timing und dann wäre sie jetzt bestimmt gleich tot gewesen. Müsste hier jetzt auch Wasser sein. Ja. Ich wollte sagen, was ist das? Das ist das Beil. Das heißt, ich springe da erstmal wieder hin. Oder springe ich gerade? Ich probiere es mal. Ja, gut, das hat jetzt gut geklappt. Und kann ich mich hier jetzt runterlassen oder ist das zu hoch? Nö, das sieht gut aus. Sehr schön. Ja, dann ab ins Wasser, würde ich sagen. Hier ist die tote Ratte, die komischerweise nicht nach oben schwimmt. Hänge ich gerade. Ach so, ist jetzt wieder dieser Tunnel. Oh nee, kann ja nicht sein. Muss ja ein neuer sein. Hä, wo kommt denn jetzt dieser Tunnel her? Er ist ja auch schon wieder so unendlich lang. Okay, hier wird es langsamer. Hier kann ich wieder nach unten. Werde ich wahrscheinlich müssen. Das ist bestimmt wieder ein Hebel. Oder ist das der gleiche von vorhin?
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Nee, jetzt ist hier wieder weniger Wasser. Aber das scheint nur so kurz zum Luftholen zu sein. Ich höre Pfeile. In welche Richtung musste ich denn? Nee, hier geht's ja gar nicht weiter. Hä? Oder hätte ich jetzt den nicht ziehen sollen? Hier komme ich aber nicht raus. Soll ich jetzt wieder zurückschwimmen? Ja, jetzt werde ich auch wieder mit dem Strom mitgerissen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, was ich gemacht habe. Nee, jetzt ist hier ja wieder alles normal. Ich bin jetzt ein wenig ratlos. Aber es ist vielleicht falsch, dass ich den Hebel gezogen habe. Ich ziehe ihn mal nochmal. Nee, geht nicht. Ich komme nicht wieder zurück. Oh nee, nicht, dass ich jetzt wieder diesen anderen erst ziehen muss. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch auf jeden Fall falsch gemacht. Immer noch dieses Beil da oben. War ich auf der anderen Plattform denn schon? Da gegenüber? Ja, da war ich doch auch schon. Ich glaube, jetzt muss ich dann. Ich hätte diesen Hebel da unten nicht ziehen dürfen. Ist das gemein? Warum funktioniert das denn auch? Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Naja, gut, an der Munition kann es ja jetzt nicht liegen. Oder muss ich noch mal? Nee, das war ja nur dieser Geheimraum. Okay, dann. Nee, von der Plattform springe ich noch mal rüber. Ich glaube, ich hätte diesen anderen Hebel nicht ziehen dürfen, hätte erstmal weiterschwimmen sollen. Wenn ich überhaupt da richtig war, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So, also hier nochmal ans Beil. Falls ich jetzt hier sterben sollte, habe ich ja nicht viel verpasst, ne? Okay, es muss jetzt so reichen. Ja, gut, hat geklappt. So, hier war doch jetzt dieser Hebel, ne? Genau, jetzt muss ich. Uff, ich war fast runtergefallen. Hangeln und den Hebel ziehen nochmal. Ja, wie ist das ganze Wasser wieder weg? Naja, gut, ist halt Tomb Raider. Wenn ich hier nicht irgendwas zwei- oder dreimal machen müsste, dann wäre es auch nicht unser gutes altes Tomb Raider, ne? Trial and Error. So, hier müsste der Hebel. Ja, aber der ist unten. Bin ja jetzt mal gespannt, ob jetzt das Wasser wieder da ist. Ich werde es mir jetzt hier nicht verbaut haben, oder? Ja, jetzt ist es wieder da. Jetzt ist die Frage, ich glaube, es ist klüger, zurückzuhangeln. Denn, dann brauche ich nicht nochmal durch diese Schnapptür. Und hier unten war ja, also in dem Raum war ja kein anderer Gang. Da war ja nur diese Geheimtür. Okay, und dann schwimme ich diesen Tunnel zurück. Denke ich mal, dass das richtig ist. Also ich muss nochmal gucken, nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Ich werde jetzt jedenfalls diesen Weg zurücknehmen. Aber hier kann ich mich nicht runterlassen, oder? Da bin ich doch tot. Weiß nicht. Glaube auch nicht, dass ich mit Anlauf darüber springen kann. Dafür ist die Decke zu niedrig. Nee, komm, ich nehme dann doch den anderen Weg. Brauche mich jetzt bloß runterfallen lassen. So. Jetzt gucke ich hier nochmal.
Nee, es gibt nur. Ah! Habe ich total übersehen vorhin. Ja. Nanu, warum zielst du nicht auf sie? Jetzt. Ich war noch in Schockstarre. Okay, ich nehme mal ein kleines Medipack. Ja, das habe ich vorhin übersehen. Aber das ist natürlich alles umsonst, was wir hier vorher gemacht haben. Gut, hier geht's auch nach unten. So, wo geht's jetzt hier lang? Ich versuche mir jetzt hier zu konzentrieren, damit ich nicht wieder irgendwas verpasse. Okay, dann sind wir jetzt in einem neuen Bereich. Da ist ein Speicherkristall. Worauf schießt ihr denn? Oh Gott! Okay. Das war jetzt eine Überraschung, dass hier unten ein Löwe rumläuft. So, da haben wir Stacheln. Und es scheint nach oben zu gehen. Da geht noch eine Treppe runter. Ja, hier ist einiges los. Speicherstein. Das klingt nach Gorilla. Ah, die laufen da oben rum. Kommen sich schon wieder auf der Brust rum. Okay, ein Schloss. Einen Schlüssel haben wir noch nicht, dann brauche ich das auch gar nicht ausprobieren. Den muss ich denn jetzt hier wahrscheinlich irgendwie noch finden. Okay, ich guck mal kurz, wo die Treppe hinführt. Und da muss ich gleich erstmal die Affen töten. Übelst nervig. Hier ist ein Hebel. Ja, würde ich mal ziehen, würde ich sagen. Ist eigentlich auch ganz gut versteckt hier, ne? Okay, ist auf jeden Fall eine Tür aufgegangen, hinter der ein großes Medipack auf uns wartet. Vielleicht da oben, wo die Affen rumtouren. Oh, die nerven mich so. Die müssen jetzt leider sterben. Und ich glaube, ich speichere erst, wenn ich die getötet habe. Kann ich die von hier schon? Vielleicht nehme ich jetzt mal die Magnums. Mal gucken, wie schnell die Affen dann tot sind. Ich spring hoch, was soll's. Erstmal irgendwie si einigermaßen sicher. Zum Glück bin ich nicht in die Stacheln gefallen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt dadurch schneller sterben durch die Magnums. Also mit den Pistolen brauche ich doch genauso lang, das reicht nicht. Okay. Doch noch einen höher klettern. So, es dürfte jetzt aber wirklich nur noch ein Schuss sein oder so. So. Ich wechsle auch gleich wieder zu den Pistolen, denn ja, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die mir irgendwie was gebracht haben, ganz ehrlich. Ah ja, da oben ist eine Tür aufgegangen. Und hier unten sind dann doch jetzt bestimmt die Stacheln. Jep. Okay, da ist ein kleiner Spalt zum Hangeln. Dann denke ich mal, dass wir daran springen müssen, denn der ist etwas niedriger als die Kante mit der Tür. Das soll jetzt hier bestimmt die Falle sein. Sehr schön, das hat geklappt. Genau, da ist das Medipack. Ah, und da ist der Schlüssel, den wir brauchen. Sehr schön. Erstmal das Medipack nehmen. Habe ich jetzt eigentlich schon gespeichert? Nee, ne? Okay, dann kann ich das ja jetzt gleich machen mit dem Schlüssel. Ja, man muss hier wirklich sich so genau ausrichten immer. Okay, jetzt muss ich aufpassen wegen. Ah ja, wie komme ich denn jetzt raus? Ich kann mich ja nicht hier hangeln und runterlassen. Dann spieße ich Lara auf. Und die Decke ist schon wieder so niedrig. Kann ich einfach nach vorne springen? Oh ja, okay, Gott sei Dank. So, dann, ja.
Speichere ich auf jeden Fall erstmal. Hier am Kristall. Und dann, ja, können wir das Schloss aufschließen mit dem Schlüssel. Auf Speichern bitte. Genau. Und dann geht's hier weiter. Ist das jetzt schon der Schlüssel zu Tiokans Grab? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, das sind wieder diese... Oh, gut. Das sind wieder diese Blöcke, die dann irgendwie nach oben schwimmen. Sehen zumindest, also es sieht irgendwie aus, als ob die nach oben kommen dann. Vielleicht, wenn ich den Schlüssel benutze. Ah ja, ich sehe schon, ich komme nämlich so hinten nicht raus. Probieren das mal auch mal. Jetzt habe ich keinen schönen Kopfsprung gemacht. Na, wenn ich jetzt hier nach hinten schwimme, hier geht es auch nicht weiter. Ach so, komme ich gar nicht raus. Hier. Genau, dann ist das Ufer nämlich zu hoch. Und da kommen wir gar nicht weiter. Dann wird uns der Schlüssel jetzt sicherlich weiterhelfen. Genau. Ich finde echt richtig schön, wie diese Wände hier gestaltet sind. Ich komme echt vor wie in so einer alten Ruine hier. Sieht echt mega schön aus. Also, den Schlüssel, den stecken wir doch in der nächsten Folge rein, würde ich sagen, und schauen, was passiert. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.